Hallo, mein Name ist Viola. Ihr singt ein paar Lieder vom Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz mit Gebärden. Wir brauchen Portagebärden. Portagebärden sind Gebärden, die entwickelt worden sind für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer mehrfachen Sinnesbehinderung, wie zum Beispiel taubblinde Menschen. Die Portagebärden, die brauchen wir lautsprachunterstützend. Das heisst, das ist nicht die Gebärdensprache, sondern wir benutzen sie zusammen mit der Lautsprache benutzen. Die Art, wie wir Gebärden brauchen können, ist ein Teil von alternativen Kommunikationsmöglichkeiten, die Menschen brauchen können, die keine Lautsprache haben oder nicht genügende Lautsprache. Also sie ist undeutlich oder sie haben nicht genug Wortschatz oder sie haben einfach Probleme mit der Artikulation. Neben den Gebärden können Sie auch Piktogramm brauchen oder natürlich Schrift, wenn das möglich ist. Piktogramm, die können ausgedruckt sein als einzelne Bilder, die zur Verfügung stehen. Sie können aber auch gesammelt sein auf einer Tafel oder in einem Ordner. Oder Sie können auch auf einem Sprachausgabegerät sein, auf einem elektronischen Gerät, wo dann eben, wenn man druckt, wo dann ganze Wörter kann sagen oder eben ganze Sätze für einen sagen. Ja, ihr singt jetzt die Lieder mit der Gebärde, mit der Portagebärde. Und wir tun nicht alle Wörter von diesen Lieder gebärden. Das wäre viel zu schnell. Und sie sind ja auch lautsprachunterstützend. Das heisst, wir wählen dort die Schlüsselwörter aus. Das sind die Wörter, die wichtig sind für den Kontext, dass man es eben gut versteht. Ich habe jetzt probiert, Gebärden zu wählen, die einfach auch vom Tempo des Lieds dann gut passt, dass man das gut kann singen kann, dass das zusammengeht. Ich hoffe, ihr habt Freude daran und wünsche euch ganz, ganz ein gutes Singen. Willst du auch Portagebärden lernen? Dann schau auf www.tanne.ch/porta oder lad im App Store die Porta-App ab. Sie ist gratis und man kann ganz gut.